Das Auto-Comeback der Amerikaner. Sie sind wieder da, die Amerikaner. Nach dem Beinahe-Bankrott mit Milliardengewinnen. Radikale Reformen haben den US-Herstellern das Comeback gebracht. Chrysler-Präsident Lutz sagt, warum. Und auch im Umweltschutz läuft etwas. Im Land des billigen Benzins werden Elektroautos entwickelt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie beim Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Die Amischlitten der 50er Jahre. Hoher Benzinverbrauch, viel Blech und Chrom, schlechte Qualität. Sie fuhren nur langsam und vorzugsweise geradeaus. Von diesem Image sind die Amerikaner nie so richtig weggekommen. Das hat sich nun gründlich geändert. Sie drängen sich mit frischem Selbstbewusstsein dem Kunden auf. Die neuen amerikanischen Automodelle werden auf die Bühne geworfen. Fallen vom Himmel. Oder durchstoßen alle Hindernisse. Die amerikanische Autoindustrie hat ihre gesamte Energie gesammelt und das letzte Jahr zu einem der erfolgreichsten in der fast 100-jährigen Geschichte gemacht. Die drei Großen aus Detroit, GM, Ford und Chrysler, feiern Verkaufserfolge nach Jahren tiefster Depression. Dem meistverkauften Automodell des letzten Jahres, dem Ford Taurus, wird gar eine Krone aufgesetzt. Auch der neue Ford Taurus Modelljahr 1995 dürfte sich schnell zu einem Verkaufsschlager entwickeln. Ford hat gleich in drei Sparten die Japaner abgehängt. Mit dem Mustang, dem erfolgreichsten Sportwagen, dem Explorer, dem erfolgreichsten Geländewagen und dem Bronco, dem erfolgreichsten Pickup der USA. Die Japaner bekommen nach Jahren scheinbar nicht endender Zuwachsraten kein Bein mehr auf die Erde. Trotz massiver Werbung und großzügiger Kreditangebote, die Amerikaner kaufen wieder amerikanische Autos. Zum Ford-Händler in Santa Monica kommen immer mehr Autobesitzer, die ihren japanischen Wagen gegen ein US-Modell tauschen wollen. Wie Jakob Perlmutter. Er will einen der so beliebten Pickups kaufen, aber keinen Japaner mehr. Was haben die Autobauer in Detroit geändert? Ich glaube, sie orientieren sich stärker an den Wünschen des Kunden. Und die wollen zum Beispiel Sicherheitsdetails, aber zu einem erschwinglichen Preis. Beim Preis gibt es nun wirklich das Bemühen, eine Obergrenze einzuhalten. Wenn Sie einige unserer Weltklasse-Autos sehen, dann sind sie bis zu mehreren tausend Dollar günstiger als vergleichbare japanische Modelle. Doch die amerikanischen Autos sind nicht nur preisgünstiger. Mit kräftigen Retuschen am verstaubten Design hin zu modernen europäischen Formen werden viele Käufer deutscher, französischer und vor allem japanischer Autos zurückgewonnen. Die Autos sehen viel stromlinienförmiger aus, wirken moderner, sind einfach besser zu verkaufen. Ich glaube, die Amerikaner haben diesen Tritt in den Hintern von den Japanern gebraucht. Sie sind aufgewacht, haben daran gearbeitet und viele neue amerikanische Autos sehen einfach heiß aus. Der entscheidende Durchbruch gelang jedoch bei der Qualität der Autos. Hier hatten die Japaner in der Vergangenheit mit ihren Fertigungsmethoden neue Maßstäbe gesetzt. Die Amerikaner zogen nach. Hier am Fließband bei Ford in Chicago hat sich für die 2800 Beschäftigten eine Menge geändert. Zum Beispiel hier, wo der sogenannte Body von den vier Arbeitern die Seitenteile erhält, wird er nur noch kurz befestigt. Die eigentliche Schweißarbeit besorgt seit einem Jahr ein Roboter. Das spart nicht nur zwei Arbeitsplätze. Die lasergesteuerte Maschine bringt die Teile auch präziser an. Folge: die Qualität ist erheblich besser. Die Zahl der Zulieferer, die diese Teile fertigen, hat Ford zudem stark eingeschränkt. Das erleichtert die Qualitätskontrolle. Ein Laufband gibt das Motto vor: mit dem Herzen sind wir bei dem Gedanken des Kunden. Ein anderes: Qualität und Verkäufe, unsere Zukunft. Die Spruchbänder reden den Beschäftigten ins Gewissen. Unter ihnen treffen sich die Leiter der neuen Qualitätskontrolle. Marilyn Aiken von der Autoelektronik und David Sprobeck, verantwortlich für Modellstudien. Ihre Aufgabe: Mängel zu eliminieren und Kundenklagen direkt in den Produktionsprozess einfließen zu lassen. Streng nach japanischem Vorbild ist überall aus der klassischen Hierarchie Teamwork geworden. Verantwortung kann nicht mehr abgeschoben werden.
Damit alle 6 Monate ein neues Modell auf den Markt kommt, mussten die Produktionsabläufe deutlich flexibler gestaltet werden. Früher für unmöglich gehalten, konnte im letzten Jahr eine Neuheit umgesetzt werden. Die Produktion des neuen Modells quasi in der Fertigungsstraße des alten Taurus. Eine logistische Leistung bei rund 280.000 Autos, die im Jahr hier entstehen. Das Band hinter mir ist eine Produktionsstraße, bei der die Maschinen in der Mitte bereits für das neue Modell fertigen. Die vollständige Umstellung erfolgt dann im Sommer in nur noch 2 Wochen. Früher dauerte dies bis zu 2 Monaten. Nach insgesamt 16 Stunden ist aus den einzelnen Teilen ein neuer Wagen geworden. Ein amerikanisches Auto mit geschickter Adaption japanischer und europäischer Vorbilder in Design und Produktion. Die Big Three in Detroit lassen damit wieder eine ernstzunehmende Konkurrenz auf die Straßen Europas und Asiens rollen. Die US-Autoindustrie scheint sich nicht nur erholt zu haben, sie setzt auch dazu an, europäischen und vor allem japanischen Herstellern das Fürchten zu lehren. Die Zahlen sprechen für sich. 15 Millionen verkaufte Amerikaner allein im vergangenen Jahr. Wie damals, als dieses historische Ding, hier ausgestellt im neuen Automuseum in Genf, eine ganze Nation zu Autofahrern machte. Einige dieser Modelle fahren heute noch. Vielleicht sind es aber auch nur Nachbauten. Für die Produktion des Ford T, der Tbilisi, wird erstmals die Fließbandtechnik eingesetzt. 15 Millionen werden davon gebaut. Erst 1972 übertroffen vom VW Käfer. Henry Ford begründet damit den Erfolg der amerikanischen Autoindustrie. Die amerikanischen Käufer der Vorkriegszeit bevorzugen Autos mit voluminösen Motoren und viel Fahrkomfort. Von den unzähligen Marken überleben viele die Wirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg nicht. Traumwagen wie die Duesenbergs gehören dazu. Und dann der Jeep. Über 500.000 dieser Allround-Fahrzeuge tun Dienst im Krieg an den Fronten in Europa und Asien. Der Einsatz fordert extreme Belastbarkeit, Geländegängigkeit und Zuverlässigkeit. Nach dem Krieg die Autos als Symbol amerikanischer Macht. Design ist wichtiger als Funktionalität. Unter den barocken Karosserien verstecken sich Fahrwerke und Bremsanlagen, die dem Gewicht kaum Herr werden können. Den Autos wachsen langsam Heckflossen. Mit dem Edsel macht Ford Verluste in Milliardenhöhe. Ein außerordentlicher Verkaufserfolg wird dagegen der Ford Mustang. 1 Million werden in knapp 2 Jahren verkauft. Corvette Stingray. Der Trend zu immer größeren Motoren hält an. Und dann wird's düster für die US-Autoindustrie. Der Import aus Japan steigt. Die Ölkrise trifft die Amerikaner schwer. Ende der 80er Jahre gelangen die großen drei an den Rand des Ruins. Warum der spektakuläre Absturz? Es war eine Kombination von so ziemlich allem, was zum Misserfolg führen kann. Überheblichkeit, das Gefühl, dass wir ja nach wie vor die Größten waren, eine Verneinung der wirklichen japanischen Gefahr oder eine Verneinung der Überlegenheit der Japaner auf dem Sektor der Qualität und Effizienz. Wir hatten uns einfach noch nicht genügend dem neuen internationalen Produktstandard genähert. Es haperte so ziemlich an allem. Wenige Jahre später erlebt nun die US-Autobranche ein neues Hoch. Die Verkaufszahlen stiegen seit 1991 kontinuierlich. Für 1995 werden 15,7 Millionen verkaufter Fahrzeuge geschätzt. Morgenröte auch bei den Finanzen. Die großen drei gehören zu den umsatzstärksten Unternehmen der USA. 1994 lag GM auf dem 1. Rang, Ford gleich dahinter und Chrysler als 3. Autoproduzent mit 52 Milliarden auf dem 11. Rang aller Unternehmen der USA. Die Gewinne von GM stiegen gegenüber 1993 um 129%. Ford legte 110% zu und Chrysler machte mit einer Steigerung um 54% 3,7 Milliarden Gewinn.
Die schärfsten Konkurrenten dagegen erlitten Einbußen. Der Marktanteil der Japaner sank von einem Drittel 1991 auf unter ein Viertel für 1994. Vom Aufschwung profitierten die Europäer. Allein die deutschen Hersteller verkauften in den USA 1994 ein Drittel mehr Autos als 1993. Wie haben die Amerikaner ihr Comeback geschafft? Aufgrund des Fast-Todes unserer Industrie haben wir die Lektion zu Herzen genommen und haben uns nicht davor gescheut, unsere Gegner, die Japaner, zu imitieren und ihre Methoden für amerikanische Verhältnisse anzupassen. Das heißt, eine wirkliche radikale Kostensenkung, Abbau der Fixkosten, Abbau der Bürokratie und auch in der Produktentwicklung Fahrzeuge, die eher dem Weltgeschmack entsprechen. Das heißt, was ich die euro-japanische Schule nenne, von wirklich formschönen aerodynamischen Mittelklasse-Limousinen mit hoher Qualität und sehr gutem Fahrwerk. Natürlich haben wir auch ein bisschen Hilfe von der amerikanischen Währung bekommen, das muss man auch sagen. Aber wir sind doch unendlich viel effizienter geworden und mit viel, viel besseren Produkten, die heute auch hinsichtlich Qualität dem internationalen Standard entsprechen. Die neuen Autos sind nun wirklich keine Ami-Schlitten mehr. Die Prototypen, vor allem von Ford und Chrysler, können sich sehen lassen. Das Nostalgie-Coupé Chrysler Atlantic mit Bugatti-Stil. Der elegante offene Zweisitzer Lincoln L2K. Oder der sportliche Eagle Jazz. Stoppt den Emissionen in Kalifornien. Bis 1998 müssen 2% aller verkauften Fahrzeuge eines Herstellers emissionsfrei fahren. Das gilt auch für ausländische Autobauer. 2003 dann sind es 10%. Wie wollen das die drei Großen bewerkstelligen? Produzieren werden wir sicher. Wir haben unseren elektrischen Minivan auch schon angekündigt. Das Problem für uns ist, dass wir nicht glauben, dass eine nennenswert große Kundschaft bereit sein wird, eine so hohe Anzahl von Fahrzeugen abzunehmen in einem Staat, wo jeder auf das Auto als primäres Transportmittel angewiesen ist, dass da die Leute nicht bereit sind, sehr viel Geld auszugeben für ein langsames und schweres Fahrzeug, das eine Reichweite von vielleicht 60 oder 70 Kilometer besitzt. Dieser Chevrolet Fleetmaster hat noch gegen 30 Liter verbraucht. Die einzige Möglichkeit, um die kalifornischen Null-Emissionsvorschriften zu erreichen, ist das Elektrofahrzeug. Dies ist nichts Neues. Bereits um 1900 nämlich waren in Amerika 28% aller Autos elektrogetrieben. Heute sind der Impact von General Motors und der EcoStar von Ford Projekte der großen amerikanischen Automobilhersteller. In Kalifornien ist auch weit ab von den Big Three, den großen drei aus Detroit, eine Menge kleiner, hochspezialisierter Firmen an der Arbeit mit dem Elektrofahrzeug. Wir haben uns umgeschaut, was da zurzeit entwickelt wird. Wenn Fred Ferrino fürs Wochenende aufs Land fährt, dann kann er sich eines großen Auftritts sicher sein. Selbst im Millionärsparadies Palm Springs, knapp 2 Autostunden von Los Angeles entfernt, erregt er mit seinem Flügelauto Aufsehen. Kalifornien ist nach wie vor das Land des Autos. Eingeschlossen alle skurrilen Schöpfungen und ihre Erfinder wie Fred Ferrino. Doch das Autoparadies Kalifornien ist auch immer zuerst mit den negativen Seiten des Autobooms konfrontiert worden. Eine Lösung für das Abgas- und Abfallproblem Auto bietet Fred Ferrinos Wagen trotz seinem futuristischen Aussehen nicht. Den Antrieb besorgt ein konventioneller Benzinmotor, wie beim Cadillac daneben. Neue Lösungen sind nötig und Kalifornien ist dabei, sich wieder einmal an die Spitze der Entwicklung zu setzen. An der Stadtgrenze von Palm Springs wird der Aufbruch ins neue Energiejahrhundert für jeden sichtbar. Das größte Windkraftwerk der Welt produziert über 1,5 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Genug, um Hunderte von Haushalten mit Strom zu versorgen. Mit Strom, der nach dem Beschluss der kalifornischen Regierung ab 1998 auch in einem ersten Schritt 2% aller neu gekauften Autos antreiben soll. Bob Martino liegt also voll im Trend. Er fährt das erste Elektroauto in Palm Springs.
Der Kleinwagen vom Typ Geometro verrät nur durch eine Ladeanzeige am Armaturenbrett, dass er vom Benzin auf den Elektroantrieb umgerüstet wurde. Wie reagieren Kalifornier, die oft 3 Straßenkreuzer pro Familie bewegen, auf den Kleinwagen mit Elektroantrieb? Wir fahren zu einer Tankstelle, dem Dreh- und Angelpunkt der Automobilität. Der Tankwart ist zunächst verwirrt, als er hinter der Tankklappe eine Elektrosteckdose entdeckt. Noch mehr erstaunen ihn dann die Leistungsdaten. Der Wagen ist schneller als die Benzinversion, erklärt Martino. Man könne mit ihm 70 bis 80 Meilen fahren und das bei 40 Meilen pro Stunde. Ja, aber eine weite Fahrt, etwa ins entfernte Los Angeles zum Strand, will der Tankwart wissen. Na ja, meint Martino, so weit ging es noch nicht. Und je schneller er den Wagen fahre, desto schneller würden die Batterien leer. Bei 60 Meilen pro Stunde sei der Aktionsradius nur noch 40 bis 60 Meilen groß. Aber ideal wäre es, den Wagen nur zum Pendeln zu nutzen. Der Stop-and-Go-Verkehr der Stadt, der sei die Hauptursache für die Luftverschmutzung. Mit einem benzingetriebenen Wagen mit 60 Meilen über den Freeway, das ginge ja noch. Im Stadtverkehr dagegen produziere der Benzinmotor zu viel Abgase. Abgase, Luftverschmutzung. Das Stichwort in Los Angeles, der Stadt mit der höchsten Luftbelastung in den USA, der dritthöchsten Ozonbelastung der Welt. Flächenmäßig eine der größten Städte der Welt mit einer Ausdehnung von über 70 Kilometern, mit 13 Millionen Einwohnern und 7 Millionen Autos. Los Angeles, die Autostadt schlechthin. Nirgendwo werden die Probleme, die das Auto schafft, so deutlich wie hier. 99% der Luftbelastung verursachen Autos. Nirgendwo hat man sich aber auch in der Vergangenheit so konsequent nach Lösungen umgesehen. Mit den neuen Gesetzen des Clean Air Act liegt Kalifornien wieder vorne. Wie schon mehrfach, etwa in den 80er Jahren, mit der Einführung des Katalysators. Oder wie hier. Verkehrsmanagement zur Vermeidung von Energieverschwendung und unnötigen Abgasen. Die Aufgabe der ATSC, der Verkehrszentrale 3 Stockwerke unter der Erde bei der Stadtverwaltung von L.A. Schon vor über 10 Jahren wurde ein aufwendiges System installiert. Unsere Hauptaufgabe ist es, den Verkehr flüssig zu halten, obwohl er weiter anwächst. Das gilt vor allem für den Anlieferungsverkehr und die Fahrten zur und von der Arbeit. Wenn Unfälle auftreten oder schlechtes Wetter herrscht, versucht die Verkehrszentrale entsprechend zu reagieren. Zurzeit wird die Zentrale gerade umgebaut und auf das Doppelte vergrößert. Neue Computer sollen dann noch schneller und effektiver Verkehrslenkung möglich machen. Schon jetzt messen Sensoren in der gesamten Innenstadt die Verkehrsdichte. Computersysteme rechnen und schlagen Alarm, wenn es zu Staus kommt. Die Zentrale kann sofort Umleitungen festlegen. Hier in einer Straßenkreuzung in der Innenstadt ist es zu einer Verkehrsüberlastung gekommen. Der Computer zeigt dies durch einen roten blinkenden Punkt an und die Zentrale dirigiert sogleich einen Wagen über Funk dorthin. In einigen Jahren werden große Teile der Straßen von Los Angeles kontrollierbar sein. Unterwegs nach Burbank, nördlich von Los Angeles. Hier befindet sich die Firma Carlstart. In einem früheren Gebäude des Flugzeugherstellers Hughes, der geheime Tarnkappenbomber, wurde hier entwickelt, sitzt heute die Zentrale von rund 120 Firmen, die an der Zukunft des Autos arbeiten. Wie viele Kollegen war Glenn Perry früher in der Rüstung tätig. Carlstart. Der Elektromotor sei erst 90 bis 100 Jahre alt, so Perry. Einen bemerkenswerten Fortschritt gäbe es aber erst in den letzten 3 bis 4 Jahren. Das Elektroauto ist für uns das Auto der Zukunft, meint Perry. Wir glauben, dass sich diese Fortbewegung zum Ende des Jahrzehnts deutlich ausweiten wird. Ganz sicher aber nach dem Jahr 2000. Der Kern für die elektrische Fortbewegung ist die Speicherung der Energie. Wir suchen nach kleineren, besseren Batterien und versuchen daher viel Forschung dort zu konzentrieren. In order to store energy for electric vehicles, and there's an enormous amount of research dedicated to that purpose. In einer Produktion von Carlstart bei BAT treffen wir den Kleinwagentyp Geometro wieder.
Dem nur 16.000 Dollar teuren Wagen wird gerade das neue Herz eingesetzt, die elektronische Steuerung. In einer Ecke der Halle werden neue, verbesserte Batterien vorgeführt. Der Schweizer Markus Rufer, Produktionschef von BAT, präsentiert sie Vertretern einer japanischen Firma. Sie sehen auch etwas verwundert den Prototyp eines Sportwagens, der einmal elektrisch betrieben fahren soll. BAT profitiert beim Kernproblem, den Batterien, von den Erfahrungen aus dem militärischen Flugzeugbau und konnte ihre Größe bereits halbieren. Daher können sie im Wagenboden integriert werden. We're just waiting for this group to come back and approve our design. Wir haben jetzt schon Antriebstechnologie zur Verfügung, die sehr nahe kommt an was wir gewohnt sind vom Benzinfahrzeug. Die Steuerung der Motoren, die Bauweise, Kosten, das sind noch Faktoren, die die Verschiedenheit ausmachen. Vor allem die Ladezeiten müssen drastisch reduziert werden. Ladung ist eine sehr komplizierte Technologie und ich bin persönlich überzeugt, dass wir noch in diesem oder spätestens im nächsten Jahr Ladeeinheiten sehen werden, die Aufladezeiten von weniger als einer Stunde schaffen können. Los Angeles, Stadtzentrum. Hier residiert das mächtige Department of Water and Power, die Energiebehörde Kaliforniens. Bei ihr hat die Zukunft schon begonnen. Dieser Pickup ist einer von 12 Autos, die zurzeit getestet werden, unter Alltagsbedingungen. Am Ende des Arbeitstages werden die Autos zur E-Tankstelle im Parkhaus der Behörde gefahren. Für den Leiter der Abteilung, Thomas Dorphy, ist das Anschließen an die Steckdose inzwischen Routine. Das ist ja ganz einfach, wie Sie sehen können. Man muss lediglich den Steckeranschluss in die Aufladevorrichtung stecken und schon wird geladen. Das ist es schon. Die Käufer von E-Autos müssen unterstützt werden. Der elektrische Antrieb für Autos ist noch wie jede neue Technologie verhältnismäßig teuer. Mit Hilfe von Materialverbesserungen, Unterstützung durch den Staat und die geringeren Unterhaltskosten für ein Elektroauto können die Autofahrer jedoch zum Umstieg vom konventionellen Auto auf das E-Auto bewegt werden. Die Energiebehörde bietet daher bereits heute die kostenlose Nutzung dieser oder der anderen 10 Tankstellen in Los Angeles an. Ab 96 baut sie jedem Hausbesitzer für nur $800 eine E-Tankstelle in die Garage. Einmal auftanken kostet dann lediglich $1. Die Autos dieser Flotte wurden ganz in der Nähe in einem Außenbezirk von Los Angeles umgebaut. US Electric Car hat eine Menge Erfahrung mit dem Umbau vom konventionellen Antrieb in Elektroantrieb. Die Firma ist zurzeit der größte Anbieter in diesem Segment in den USA und versucht durch Kooperation jeweils den neuesten Stand der Technik zu erwerben und einzubauen. Die Motoren kommen von Hughes, dem amerikanischen Flugzeughersteller, der sein Know-how wiederum durch die Zusammenarbeit mit großen Elektrokonzernen entwickelt hat. Die Erfahrung bei US Electric Car hat gezeigt, dass trotz intensiver Nutzung der Autos die Zuverlässigkeit weit über der von konventionellen Flotten liegt. Auch die Lebensdauer insgesamt ist deutlich höher. Fahrleistungen von mehreren hunderttausend Meilen sind offenbar kein Problem. Doch auch US Electric Car sucht ständig nach Verbesserungen bei den Batterien. Große Hoffnungen setzen sie in neue chemische Zusammensetzungen der Batterien, versprechen sich hier mehr Fortschritte als bei den computergestützten Ladelösungen. Wie bei BAT sind auch hier die Batterien unter dem Wagenboden angebracht. Vorteil: so wird weder Passagierraum noch Kofferraumfläche verkleinert. What we're looking for in the regulatory environment in this country is to get
Wir müssen hier im Land die Emissionen runterbringen, ob das nun die 99%-Lösung ist oder nicht. Wir denken im Augenblick an eine Antriebslösung mit zwei Energieträgern, Gas und Elektroantrieb. Mit dieser Hybridlösung lässt sich eine Menge gegen die Emissionen tun. Und diese Autos der nächsten Generation könnten dennoch Reichweiten von 300 bis 400 Meilen haben. Der Elektromotor wird dadurch während der Fahrt wieder aufgeladen. Gas powers a generator which recharges the batteries, which gives you somewhere in the neighborhood of 300 to 400 miles range and driving. Autos umzubauen ist nicht die Lösung. Neue Autos müssen konstruiert werden, bei denen streng auf Leichtbau geachtet wird. David Liberman, Chefingenieur der Hightech-Firma Amelcon, fährt mit dem rasenden Chassis eine solche Studie. Konsequent aus Leichtmetall gebaut, aber auch Kunststoffe sind denkbar. Amelcon setzt damit auf Lösungen, die 50% billiger als konventionelle Autos sein sollen und 30-40% leichter. Das ist vor allem für den Elektroantrieb wichtig. Technologie und Werkstoffe stammen auch hier aus dem Flugzeugbau. Dieser Showcase genannte Sportwagen ist eine Neukonstruktion, bei der neben dem Leichtbau neue Kühlsysteme und Energiespeicher getestet werden. Nicht mehr weit bis zur alltäglichen Nutzung hat es das Navigationssystem. Eine Diskette mit über 50.000 Einzeldaten einer Region und ein Sprachcomputer genügen und der Computer dirigiert sicher auch durch eine unbekannte Gegend. Der Fahrer gibt den aktuellen Standort und ein Ziel ein und von da an führt ihn der Computer von Straße zu Straße zum Ziel. Fahren Sie links, fahren Sie rechts und so weiter. Damit ist der Albtraum des Sich-Verfahrens ausgeträumt. Überall in Kalifornien lassen sich Firmen wie Carlstar, BAT, US Electrica oder Amelcon finden. Firmen, die mit den Kenntnissen und Erfahrungen von Spezialisten aus dem Flugzeugbau, der Rüstung oder der Computertechnologie die Zukunft des Autos bereits jetzt planen und testen. Ihr großer Vorteil: Sie sind flexibel, können von Fall zu Fall kooperieren oder neue Technologien kaufen, testen und in die Praxis umsetzen. Los Angeles ist ohne Auto kaum vorstellbar, trotz aller Probleme. Aber gerade deshalb ist die Industrie hier sehr weit, wenn es darum geht, das Auto der Zukunft zu entwickeln. Für heute möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Meine Damen und Herren, auf Wiedersehen bei Format NZZ und gute Fahrt.